Man mag doch meinen, dass eine angekündigte und begründete Auszeit einer Fitness-Influencerin von der Öffentlichkeit keinen Anlass für wilde Spekulationen und Theorien liefert, oder? Jahrelang nimmt Sophia Thiel ihre Fans auf Schritt und Tritt ihres Lebens mit und motiviert Tausende mit ihrer eisernen Disziplin und eigenen Trainingsvideos. Doch im April 2019 versetzt der ehemalige The Biggest Loser Coach seinen Fans einen Schock. Thiel zieht sich aus den sozialen Medien zurück. Der Druck wurde der im bayerischen Rosenheim geborenen Bodybuilderin einfach zu viel. Sie braucht Zeit, um zu sich selbst zurückzufinden. Wie lange das dauern würde, bleibt für ihre Follower, genau wie für die Medien, ein Rätsel, das erst nach knapp 2 Jahren gelöst werden konnte. Sophia ist zurück und das stärker denn je. Mit einem Partner an ihrer Seite und einem neuen Blick auf sich selbst startet die 26-Jährige jetzt wieder mit verschiedenen Projekten durch. Doch so ganz unkommentiert möchte die Fitness-Influencerin die Gerüchte über sie während ihrer Pause nicht lassen. Denn die ließen die 26-Jährige bei einer Recherche für ein 1-Million-Follower-Special ganz schön erstaunt zurück, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story berichtet. Weil ich auch gerade für das Millionen-Special, ja, ich weiß, wir sitzen da immer noch dran, wo ihr mir eure Aufnahmen, also Fotos und Videos geschickt habt, wie so eine Art Berichterstattung über mich raussuchen wollte. Während meiner Auszeit und davor einfach generell so auf den ganzen News-Seiten so online gegangen ist und ich habe mir das ja während meiner Auszeit nicht angeschaut. Aber jetzt... Und ich denke mir nur so, Gott sei Dank, echt. Also ich habe mir das Ganze mal angeschaut und von A bis Z. Und da habe ich irgendwie so mal einen ganz anderen Blick auf mich selbst bekommen. Also diese Aufnahmen, die ich selbst noch nie gesehen habe und dann diese wilden Spekulationen. Ich bin ja sowieso 5-mal schwanger geworden. Ich war schon im Gefängnis, aus sicherer Quelle war ich im Gefängnis. Ich habe mir so eine Tränenlinie tätowieren müssen, das wäre es gewesen bei meinem Comeback. Was noch? Ich hatte einen blutigen Unfall. Und ich wurde ja hier und da in der Türkei und was auch immer wo, wurde ich ja gesichtet. Jo, ich fand's lustig irgendwo, aber auch irgendwie hat mich das berührt, also was alles in der Zeit so passiert ist. Und genau, also das Video wird wirklich, ja, soll was Besonderes werden, ich freue mich schon drauf. Wie schön, dass das Rätselraten jetzt ein Ende hat.